Hallo, Michael Blum, Personal Trainer und Ernährungscoach von www.tobi-coach.de. Heute früh möchte ich euch ganz gerne mal ein Rezept vorstellen, welches wir jetzt seit einigen Tagen selbst auch so herstellen und produzieren bzw. kochen, auch genannt. Und ich freue mich auf euch. Aktuell wieder im Angebot die 8-Wochen-Konzepte. Mehr dazu auf www.2b-coach.de. Max 8. So, was brauchen wir für die Zucchini-Spaghetti? Das ist einmal eine Zucchini, zwei Tomaten, Mineralwasser, Tomatenmark, etwas Frischkäse, ein paar Kräuter, Pfeffer und Gewürze nach Wahl, Rapsöl. Ja. Wir beginnen erstmal die Zucchini in kleine Scheiben schälen. Ja. Das sieht dann so aus. Im Anschluss daran brauchen wir die beiden Tomaten. Die beiden Tomaten mittig halbieren und dann im Anschluss in kleine Scheiben schneiden. Das Ganze kommt dann am Ende nämlich in die Soße mit rein. So. Nun geht's weiter. Etwas Öl in die Pfanne. Rapsöl oder Olivenöl ist da denkbar. Dann nehmen wir die geschälten Zucchini, tun die ganzen in die Pfanne und braten das Ganze an, machen aber im Verlauf des Bratvorgangs noch etwas spritziges Mineralwasser dazu. Ja, normalerweise reichen 2 Esslöffel, ich mache gerne ein bisschen mehr. Es ist von der Konsistenz her dann ein kleiner Unterschied. Ich mag es ganz gerne, wenn die Nudeln so ein bisschen fluffig von der Gabel gehen, wie es eben bei den normalen Nudeln auch der Fall ist, wenn sie nicht zu al dente sind. Ja. So, dann ist es im Prinzip so, dass wir hier den Frischkäse hinzufügen. Das Ganze ist Bestandteil der Soße. Und ein weiterer Bestandteil der Soße sind die passierten Tomaten. Passierte Tomaten haben den Vorteil, die haben natürlich kaum Kalorien, haben auch nur 4 Gramm Kohlenhydrate auf 100, somit sehr kalorienarm und eignet sich auch hervorragend für eine Low-Carb-Diät. Die Tomaten mit beifügen. Und dann geht's los. Hier haben wir die italienischen Kräuter, die wir hier verwenden, um dem Ganzen noch einen schönen Geschmack zu geben. Im Anschluss daran das Ganze erstmal ein bisschen vermengen bzw. verteilen, ja, damit sich die Aromen der italienischen Kräuter auch entfalten können. Ja, riecht schon ganz gut, ja. Dann haben wir Kurkuma. Ganz, ganz elementares Gewürz in Sachen Krebsprävention. Dann haben wir Curry. Curry ist ein, oder beziehungsweise Kurkuma ist ein Bestandteil von Curry, aber ich verwende es ganz gerne nochmal zusätzlich isoliert. Dann das Ganze sehr ordentlich mit Pfeffer abschmecken, um einen schönen, peppigen Geschmack auch zu geben. Die ein oder anderen kennen es sicherlich, wenn es einem kalt wird, kalte Hände, kalte Füße, das kann unter anderem ein Wassermangel sein, beziehungsweise das kann man auch mit Gewürzen ein bisschen bearbeiten, wenn es im Körper dann ein bisschen warm wird, der sogenannte thermogene Effekt. So, dann ist das Ganze auch schon fertig. Zubereitungszeit ca. 10 bis 15 Minuten mit Bratvorgang und das Ganze schön ordentlich zubereiten. Ich wünsche euch einen guten Appetit. So, ich hoffe, das Rezept hat euch allen sehr gut gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich denkbar einfach zuzubereiten und macht keine große Mühe. Vor allen Dingen macht es sehr satt. Und mit ein bisschen Fantasie merkt man den Unterschied gar nicht zu null. Ja? Also stay tuned. Ich freue mich auf euch, euer Personal Trainer und Fitness Coach Michael Blum. Ciao.